schon so ein eindeutiges Zeichen zu setzen, dass die halt, wer spielt denn am Hintergrund Basketball bitte? Alter, die versuchen ins Fernsehen zu kommen. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von AllNet Spezial. Aktuell aus dem Hotel. Super, das ist so schlecht. Komm, das ist gut. Alter, komm, du machst die Einleitung, dann sag ich hier aktuell aus dem Hotel, weil im Hotel und so. Alter, wir kommen cool rüber, das ist voll der schmissige Sendungsbeginn. Ja, also ich bin ja froh, dass du auf ein Corona-Wortspiel oder Quarantäne-Wortspiel verzichtet hast, aber ob das jetzt so viel besser ist, ich weiß es nicht. Wir lassen mal die User entscheiden, ja? Da saßen die Marketing-Leute eine ganze Woche dran, ja? Oder aktuell ich gestern, aus dem Hotel, oder wir ja. Bei einer Flasche Bier, ich weiß nicht mehr genau. Okay. Ja, was ist denn aktuell aus dem Hotel, Sven? Bring uns mal auf den neuesten Stand. Es gab ein tolles Spiel gestern. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Berichte, was ist passiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? Also, natürlich ist das Ausscheiden der Bayern schon irgendwie das Thema hier auf alle Fälle. Gestern in der Halle war Hammerspiel und die Bayern sind dann gestern abgeflogen. Und die Ludwigsburger haben hier schon noch ein bisschen länger gesessen, aber es ist nicht mehr der Vergleich zu den ersten Tagen in der Vorrunde und so. Wenn da irgendwie ein toller Sieg war und man dann irgendwie zwei Tage frei hatte, dann saßen die Leute auf alle Fälle länger hier. Ja? Gestern war es dann doch relativ schnell ruhiger und die Leute so, Haken und jetzt das nächste Spiel. Aber natürlich müssen wir über das Spiel reden, ja. War schon fest. Und das machen wir auch nicht alleine. Und jetzt schlagen wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Denn wir hatten gestern in den Kommentaren oder vorgestern in den Kommentaren die Frage nach Spielern, die nicht dabei sind, ob wir da mal drüber sprechen können oder mit Spielern sprechen können. Und wir haben einen Experten in Sachen Ludwigsburg da, nämlich Konstantin Konga. Und den holen wir jetzt rein. The one and only. The one and only. Hallöchen. Hi, Konsti. Hallo. Uns geht's bestens. Wie geht's dir? Auch gut. Hab mich natürlich gefreut über den Sieg gestern. Aber ja, das glaube ich. Warum bist du nicht hier? Wir beide, Alter. Ich hätte ich sehr gerne gemacht, glaub mir, aber ich musste mich einer Schulter-OP unterziehen vor 5 Wochen und deswegen konnte ich leider nicht am Turnier teilnehmen. Das ist bitter. Ich hätte dich sehr, sehr gerne hier gehabt. Ich wäre auch sehr gerne mit dir da gewesen. Dann würdest du jetzt neben Sven sitzen und das Ganze mit uns machen. Ja. Wie verfolgst du das Turnier? Einfach ganz entspannt vor dem Fernseher auf der Couch? Ja, genau. Auf der Couch oder auf dem Laptop. Ganz entspannt. Ohne jetzt diesen Druck zu haben. Ja, einfach mal als Fan. Ja, genau. Einfach mal als Fan. Ist schon eine komische Situation, weil ich die Jungs alle kenne und auch weiß, wie wir trainieren und wie wir uns vorbereiten und so. Und dann nicht dabei zu sein, ist schon komisch. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut für die Jungs auf jeden Fall. Hast du denn aktuell im Laufe des Turniers Kontakt zu den Jungs? Oder wie sieht das aus? Ja, auf jeden Fall. Ja. Mit wem hast du geschrieben gestern? Gestern vorm Spiel, glaube ich, mit Chris. Nach dem Spiel habe ich nur Glückwünsche versendet. Heute Morgen nochmal Glückwünsche versendet und ja. So halt. Aber man ist im Austausch. Man ist im Austausch. Ey, ja. Ich finde, wir müssen über zwei Typen reden. Bitte. Also die du ja auch schon, wir haben ein paar neue, aber die beiden waren während der Saison auch schon da. Markus Knight, Jalen Rose. Jalen Rose, ne? Jalen Rose. Auch ein geiler Name. Oh Mann. Deutscher Versprecher. Beschreib uns, Markus hat gestern 20 und 10 gemacht, ne? Was für ein Tier? Ja. Beschreib uns den Typen. Wie soll man das beschreiben? Das, was man halt sieht. Also, der ist halt kräftig ohne Ende. Der spielt jedes Mal mit vollem Einsatz. Ich kann auch vom Training berichten über das Jahr, letztes Jahr, aber auch dieses Jahr, dass er halt sehr fleißig am Trainieren ist, auch vorher und nachher seine Dinger macht. Abends ist er sich oft noch am Stretchen, wenn alle anderen schlafen. Also er macht schon das, was man machen muss, um Vollprofi zu sein. Und ich denke, das zeigt sich im Spiel auch. Und er ist ganz klar der Leistungsträger, denke ich. Aber gerade gestern fand ich Jalen, aber auch schon die ganzen Tage davor, gerade bei dem Turnier, finde ich, sticht Jalen auf jeden Fall heraus als so der Clutch-Spieler am Ende, der die richtigen Entscheidungen trifft und die wichtigen Würfe trifft halt. Beides hervorragende Menschen und es freut mich für die beiden natürlich. Ja, vor allem hat er seinen
ich sag mal, seiner Winke-Winke-Geste nach Spiel 1 auch Taten folgen lassen. Ne? Wie hast du das erlebt? Was hast du gedacht, als du das gesehen hast? Ja, wir müssen es kurz erklären. Okay, erklär mal kurz. Ersten Spiels, am Ende des, was ja eigentlich nur die erste Halbzeit ist, trifft er den Dreier zur 4-Punkte-Führung und es sind nur noch 2-3 Sekunden zu spielen oder so und er winkt so schön Game over. Ich habe mich danach mit ihm unterhalten, also nach dem Sieg dann im Endeffekt, ja, nach dem zweiten Spiel. Und dann meinte er so, ja, das war ein Reflex. Weil natürlich war ihm danach irgendwie bewusst, es war nur Halbzeit. Und Coach meinte auch so, sag mal, so richtig clever war das jetzt nicht. Ne? Für sowas ist er gut oder was, Konzi? Ja, eigentlich, ich hätte es von ihm, muss ich ehrlich sagen, gar nicht erwartet, weil er eher eigentlich so ein introvertierter oder zurückhaltender Typ ist oder eigentlich auch sehr, sehr übernett und überfreundlich. Deswegen, das war ja schon so ein bisschen, geht ja schon in die Richtung von Trash Talk oder kein Talk, aber Gesten und was auch immer. Hätte ich nicht erwartet, aber irgendwie habe ich gefeiert und er hat ja jetzt im zweiten Spiel auch eben halt genau da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Deswegen, ja, wenn man gewinnt, dann kann man das, glaube ich, machen. Und ich glaube auch, dass es einfach so eine, als Spieler, wenn du mitten im Spiel bist und es so eng ist und du wichtige Würfe triffst oder gute Sachen machst, dann ist es so ein automatisches Ding, was du gar nicht abstellen kannst. Ob es jetzt ein Spiel ist oder Halbzeit nur, wie ihr meint. Oder das, oder weißt du, also ich glaube, das macht man einfach automatisch so, weil du mittendrin bist und dann bist du in the game und dann machst du, was du machst. Ja. So, davon gibt es ein geiles Foto, ja. Hat Thilo Wiedensola hat ein geiles Foto davon gemacht. Und wer hat sich's geben lassen? Mucki. Nach dem ersten Spiel hat sich Mucki Mutapcic, Co-Trainer der Münchner, aber eigentlich die Berliner Farm-Team-Legende, der alle guten Berliner Spieler irgendwann trainiert hat. Dich auch? Nein, ich war zu jung. Das war danach, oder ich bin zu jung. Ich kam danach, genau. Aber ich kenne alle, die er trainiert, also ich weiß. Ja. Genau. Und der hat sich das, bitte, das Foto brauche ich mal und wollte das irgendwie zu Motivationszwecken, keine Ahnung, was denn die Umkleide hängen oder den Jungs mal zeigen. Ey, denk dran, ne? Mhm. Was er gemacht hat, das müssen wir jetzt aber ihn mal richtig zu spüren lassen. Ihn richtig spüren lassen. Ey, aber bei dieser Serie, wir haben halt vorher viel geredet, wenn es am Ende knapp ist, also die Bayern hätten von vornherein, hätten sie wegziehen müssen irgendwann, weil ich wusste, ich hatte immer das Gefühl, wenn es knapp wird, Alter, ich würde mein Geld auf die Zocker setzen. Wenn es so Crunch-Time, Konzi? Ja, ist ja genau das, was passiert ist. Ist halt, also, ich finde, man hat auch gestern wieder gesehen, es war im dritten Viertel, war Bayern eigentlich die bessere Mannschaft oder sagen wir am Anfang des dritten Viertels und hat auch so eine Möglichkeit gehabt, denke ich, wo sie noch hätten weiter nach vorne oder davon ziehen können. Die haben sie halt nicht genutzt, deswegen auch muss man auch den Hut ziehen von den ganzen Jungspielern, die reinkamen, ob das Radi ist oder Patrick Sohn und auch Luki und so, also die teilweise auf dem Feld standen und halt die Mannschaft wieder zurückgeholt haben, so ein bisschen. Natürlich mit den anderen Spielern zusammen, aber es war halt, also da denke ich, war die Chance gewesen für Bayern sozusagen nicht den Sack zuzumachen, aber schon so ein eindeutiges Zeichen zu setzen, dass die halt der Spiel im Hintergrund Basketball bitten. Alter, die versuchen ins Fernsehen zu kommen. Okay, mit einem Kollegen von mir und Benny Barth. Konzi, Benny Barth. Wie bitte, wer? Benny Barth, der Schiedsrichter. Ich muss sagen, ich habe nur Gesichter bei Schiedsrichter. Ich kenne den Namen nicht. Ich kenne den Namen nicht. Aber ist egal. Auf jeden Fall, da wo ich stehen geblieben bin, ist doch Anne Panther kenne ich beim Namen und beim Gesicht. Die ist auch hier, da ein Geburtstag. Und da haben die Spieler ihr ein Ständchen gesungen. Happy Birthday, draußen auf der Terrasse. Boah, da hätte ich mir auch ein paar Schleimpunkte holen können. Alter. Da hätte ich laut mitgesungen. Alter, hast du nötig. Ja. Ich weiß. Wo waren wir? Egal. Da hätte, denke ich, Anfang drittes Viertel hätte Bayern die Chance gehabt, davon zu ziehen. Und dann am Ende ist es so ein schleppendes Spiel gewesen, wo halt einmal der eine scored, dann der andere. Aber ich glaube, gerade mit dem ersten Spiel im Rücken, dass du halt weißt, du bist, wie viel waren es genau? Fünf Punkte vorne? Sechs Punkte? Vier. Dass du selbst dann, wenn es so eng ist und nur ein Punkt ist oder so, weißt du halt, im Hinterkopf ist, glaube ich, für Bayern der Druck einfach größer, weil sie genau wissen, sie müssen nicht nur gewinnen, sondern sie müssen halt diese vier Punkte noch aufholen. Und das hat man am Ende gesehen, dass dann halt denen dumme Fehler passiert sind und wir haben halt weiter unser Ding, unseren Stiefel runtergespielt und dieses Zocker-Ding gemacht, was halt, wo wir einfach so viele Spieler haben, die halt, ja, das machen können und diese Entscheidung treffen. Da hat Bobo am Brett ordentlich gearbeitet, hat sich da viele Fouls geholt. Ja, genau. Deswegen, also es war wieder ein Teamerfolg, wo jeder seinen Teil dazu beigetragen hat, ob die Jungspieler, ob die Deutschen, ob die Amis, mit dem gezockt, also alles hat dazu beigetragen, dass dann am Ende gereicht hat. Und wie gesagt, es war schön zu sehen. Ja.
Du hast ja gerade gesagt, du erlebst das Spiel jetzt mal erstmal so ein bisschen als Fan. Erlebst du so ein Spiel dann auch anders, wenn in der ersten Halbzeit Bayern auf 9-10 weg ist und du nicht dabei bist, keinen Einfluss nehmen kannst? Erlebst du es dann anders und denkst dir, okay, shit, das könnte jetzt nach hinten losgehen? Oder bist du entspannt und sagst, weißt, wie die Jungs drauf sind, weißt, wie die Jungs jetzt damit umgehen und bist noch entspannt? Entspannt bin ich nicht, glaube ich. Aber natürlich glaube ich an die Jungs und weiß halt die Art und Weise, wie wir spielen, dass es halt immer irgendwie eine Möglichkeit gibt, über Kampf uns zurück ins Spiel zu holen. Gerade bei so einer Turnierform oder auch so ein zwei Spielen nur, denke ich, kriegst du über Kampf super viel hin und wir haben es ja halt super unangenehm gemacht für Bayern. Ja. Im ersten Spiel und auch im zweiten Spiel. Und das, glaube ich, ist so das Erfolgsrezept. Wenn du dann halt, wie du auch schon gesagt hast, dass du dann dein Geld auf die Zocker setzt, würde ich halt auch machen. Weil so ein enges Spiel, da brauchst du Leute, die jetzt einfach nicht nachdenken und ob sie jetzt fünfmal daneben geworfen haben, weiterwerfen und irgendwann treffen die. Und das war halt bei uns der Fall. Sowas passiert ja immer wieder, ne? Du bist irgendwie Titelverteidiger oder Favorit, whatever. Es bleibt eng gegen Underdog und du kommst ins Grübeln. Und dann irgendwann werden die Würfe halt schwerer. Wenn es vorher irgendwie so ein bisschen war wie, keine Ahnung, Steine vom Schiff ins Meer schmeißen, dann wird dann aber irgendwann der Korb immer kleiner, kleiner. Zum Beispiel 2007, Dallas als erster gegen die Warriors, als Achten rausgeflogen, Steven Jackson und Baron Davis, dass die auch zwei echte Zocker waren, haben die Mavs auseinandergenommen. Im gleichen Jahr, 2007, Alba Berlin fliegt als erster in den Playoffs gegen den achten Quakenbrück raus. Konzi, das war das Jahr, bevor du im Kader warst. Erinnerst du dich daran, wie Quakenbrück als Achter? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich bevor ich in der Liga war, ich wusste gar nicht, wer ist. Also muss ich ehrlich sagen. Ich kann nur Julius Jenkins. Mann, Konsti, das war Svens Go-To-Story für das Interview heute. Ja, er hat sich den ganzen Morgen schon abgefeiert, um dir diese Frage zu stellen und dann geht das so nach hinten los. Mann! Die Atlanta Dragons waren auch so ein ganz guardlastiges Team 2007. Filiberto Rivera, Lamont McIntosh, Brian Bailey, Adam Hess, der als Dreier viel auf der Vier gespielt hat, Center-Tier, Darius Hall, Chris Fleming als Trainer. Ja, kenn ich auch. So war das damals. Aber noch langweiliger ist folgende Geschichte. Weiter geht's. Okay. Schade, Sven. Beim nächsten Mal. Aber ey, wir müssen noch mal kurz sagen, spiel doch mal den Zipser-Dank rein. Weil Konzi auch meint, am Anfang waren sie echt ganz gute Kontrolle. Ja. Das war Wimbush hat doch irgendwie über Danilo Bartels so fett gedankt. Ja. Und diesmal hat er allerdings kassiert. Auch rein. Hier kommt er. Da hängt ein bisschen, ne? Was ist los mit deinem Internet? Rechnung bei mir nicht. Ah, oh, okay, dann nur bei mir. Das hat bei mir auch nicht bezahlt. Das ist Lobby-WLAN, Sven. Das ist Lobby-WLAN. Genau. Der war schon ziemlich nasty. Gestern Abend sind die dann, wir haben dann so ein bisschen gefilmt, haben wir noch kurz Pressekonferenz gemacht und dann haben die gepackt und sind natürlich gleich nach Hause, weil die haben halt nicht so einen weiten Weg. Ja? Jetzt mache ich hier mal noch mal ganz kurz Share Screen. Wo war denn das jetzt? Ich war noch so gut. So, ich habe hier... Konzi, ich bin ja voll der, also habe ich... Nicht, dass ihr von mir auch so ein Share Screen wollt, weil ich habe nichts vorbereitet. So, Entscheidung merken. Okay, das geht nicht. So, erlauben. Ich bin wieso? Mach doch mal. Conference Ben. Ja, jetzt habe ich gerade Probleme. Hallo, kann mir jemand helfen? So, nochmal. Also, Share Screen. So, ist easiest. Share Screen. Ich klicke drauf. Und dann müsstest du... Und dann musst du den noch irgendwo freigeben, Fenster oder Bildschirm auswählen. Genau. Zweite Sendung. Ich mach mal hier vollständiger Bildschirm. Ah, jetzt geht's. So, jetzt müsste ich gleich zu sehen, jetzt müsste wieder dieses komische Bild gleich kommen. Warte, so, jetzt haben wir's. So, jetzt. Und dann haben wir so ein bisschen Danilo, der gerade die Koffer packt und Richtung Hotel ist, dann haben die halt zusammengepackt und natürlich Magenta Sport war auch dabei. Es hat mir also leid getan, bei wem es mir nicht leid getan hat, war Alex King,
Das sind übrigens die drei Barkeeper bei uns, die auch die 3 Wochen bei uns mit eingebettet sind und auch hier im Hotel pennen und uns abends mit allem Nötigen versorgen. Feinste Crew. Und ich bin noch zu Alex King hin und habe gesagt, du hast zumindest, einige wissen es vielleicht, Alex hat Zwillinge, junge Zwillinge und wohnt eine Viertelstunde vom Hotel entfernt, was natürlich Temptation, Versuchung ohne Ende ist. Und meinte er so, ja, das ist jetzt bittersweet, dass ich einerseits, klar, wir waren 2 Jahre Meister, Alex ist ein Teil der Mannschaft und jetzt sind sie früh bei dem Turnier zu Hause ausgeschieden, was natürlich bitter ist, da ist er. Aber er wusste halt, er fährt jetzt nach Hause und hat gleich seine Frau und seine Zwillinge wieder. Was natürlich dann irgendwie, ja, auch schön ist. Ne? Ich glaube, da ist man wirklich hin und her gerissen. Jetzt muss ich den wieder nicht freigeben. So, erledigt. Ich habe es für dich übernommen. Das dauert mir zu lange, Sven. Das dauert mir einfach alles zu lange. Der Konsti ist auch schon komplett genervt und denkt sich, wo bin ich hier gelandet? Der Typ weiß ja gar nicht, wie man damit umgeht, Mann. Die alte Generation, Tibas. Die alte Generation. Ja, dann gehe ich in Rente, ey. Ja. Konsti, wann gehst du in Rente? Als Profi? Basketballer. Als Profi? Boah, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall schon viele Pläne. Die werde ich jetzt nicht offenlegen, aber ich habe viele Pläne. Also wirklich. Ich hatte auch viel Zeit, jetzt wieder über Sachen nachzudenken und so. Hat viel Spaß gemacht mit dir. Cool, dass du dir Zeit genommen hast irgendwie. Gar kein Problem. Immer gerne. Für euch immer gerne. Vielen Dank, Konsti. Wenn ihr ins Finale kommt, dann wieder, ne? Ja, gerne. Gerne. Ich kann auch einen Spieler kommentieren. Soll mich von Magenta mal Bescheid sagen. Mach's gerne. Ja, der Sascha Bandermann ist hier im Hotel. Ich gebe ihm das mal weiter. Ich weiß, was er sagen wird. Du brauchst dich nicht melden. Ihre Leute rufen deine Leute an, okay? Ich habe keine Leute. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Siebes, du musst übernehmen. Konsti, reingehauen. Ja, Konsti, eine Sache. Der Sven schickt dir noch VHS und Super 8-Kassetten vom 2007er Playoff-Spiel Alba gegen Quakenbrück. Dann kannst du dich bis zum nächsten Mal vorbereiten, ne? Dankeschön, aber ich schicke mir so eine Goodie-Bag oder sowas. Irgendwas Cooles von BBL oder Easy Credit oder so. Ich habe mich schon gefreut. Eine coole Cap. Ja, irgend sowas, weißt du. Warte kurz. Ja? Ich schicke dir was per Fax. Ich habe was für dich. Das hier? Die hier könnte ich dir anbieten. Warte bitte. Ja, die werde ich nicht tragen. Ich lieber. So lieb ist es wirklich lieb von dir. Ja, man muss richtig rumlaufen sehen. Ich habe ja hinter mir wieder so einen kleinen, so ein paar Schätze. Hier, da stehen übrigens meine Jordan 1, weil das hier ist die erste Ausgabe der Slam. Ja, sowas geil. Das kann man dann weiter verticken für ein bisschen Geld. Sowas verticht man nicht. Das sind meine Schätze einfach. Und nur weil ich so gerne angebe, warte, passt das Kabel? Ja, bitte. Das schleppst du auch alles den ganzen Tag da rum, ne? Nein, das liegt. Das wollte ich auch gerade sagen. Ist das dein Zimmer oder die Hotellobby? Die Hotellobby? Ich penne in der Lobby. Ich wohne im 4. Stock, das mit den Treppen geht für einen alten Mann nicht. Alter, meine ersten Basketballschuhe, Jordan 1 von 84, habe ich letztes Mal. Die halte ich einfach jetzt. Nice. Daraus macht man einen Running Gag. Ich halte die einfach jedes Mal einmal in die Kamera, okay? Ja, die sind auch wirklich nice. Da kannst du stolz drauf sein. Die hätte ich auch gern. Ja, das ist krass. Aber mit denen kann man auch noch gut Geld machen, glaube ich. Also was verkaufe ich? Was soll ich mit Geld? Ich brauche kein Geld. Ich habe einen Traumjob. Ich mache nur Spaß. Hobby und fertig. Weil die Credit zahlt gut, bestimmt. sehr schön. So, okay. Ich bedanke mich bei euch. Dankeschön, Jungs. Wir haben zu danken, Konsti. Vielen, vielen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ja, sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Konsti ist immer der richtige Mann, wenn man irgendjemanden braucht, der ein bisschen locker redet. Also, auf jeden Fall. Ist ja schon eine denkwürdige Serie gewesen jetzt, Berlin-Ludwigsburg, muss man einfach sagen. Und ich freue mich wirklich, dass ich als einer von ganz wenigen Menschen, sorry, Alter, hier ist das Salz, wo ist die Wunde, in der Halle dabei sein durfte. Habe ich dir das eigentlich schon mal gesagt, dass ich mich darüber wirklich freue? Dass du in der Halle warst, ne? Dass du bei jedem Spiel in der Halle bist im Endeffekt, ne? Genau. Wusste ich nicht, ob ich das jetzt gesagt habe. Habe ich schon mal irgendwo mitbekommen, ja. Okay. Ja, ist schon ganz cool. Ich war in der Halle. Ich war bei jedem Spiel. Ich war dabei, als Einziger. Ja. So, jetzt haben wir was vorbereitet. Du machst das Intro. Ich mach das Intro. Du wolltest ja gerade schon so ein bisschen überleiten mit ich war dabei, ich bin froh, dass ich in der Halle war. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir sprechen heute mal über unsere 3 Spiele, von denen wir sagen, damn, da wäre ich so gerne in der Halle gewesen. All time
All time. Und erstmal dachte ich, cool, easy. Aber dann dachte ich mir, fuck, 3 ist echt wenig. Also ich habe jetzt 3 hier, aber ich hätte auch bestimmt noch 10 andere wählen können, weil die Auswahl einfach so groß ist. Aber soll ich mal anfangen? Ich bin gespannt. Enttäusch mich mal. Also ich würd behaupten, dass dieses Spiel bei vielen Leuten vielleicht auf der Liste ist auch nicht lange her. Einfach sehr denkwürdig. Golden State Cleveland 2016 Game 7. In Golden State das 3-1 Comeback von LeBron und den Cavs. Der legendäre Block, der legendäre Dreier von Kyrie. Die ganze Geschichte dahinter, LeBrons erster Titel in Cleveland, das 73-9 Team geschlagen, absoluter Wahnsinn. Und bei mir kommt noch hinzu, ich war bei der Serie, bei Spiel 2 und 3 war ich vor Ort. Also ich war in Oakland bei Spiel 2, als die Warriors gewonnen haben, sehr deutlich, und war dann in Cleveland bei Spiel 3. Bis heute die unfassbarste Live-Stimmung, die ich jemals erlebt habe im Q in Cleveland. Bin dann nach Hause geflogen, dann steht es 3-1 und denke mir so, ach schade. Und dann kommt eben dieses grandiose Comeback. Und hier habe ich noch ein Foto vorbereitet zu dieser Geschichte. Und zwar war ich auch... Gute Wahl. Ja. Muss man sagen. Ja, das erste Mal ein 3-1 aufgeholt, ne, in den Finals. Ja, genau, in den Finals. Ja. Und ich war auch akkreditiert. Das heißt, du darfst auch beim Training dann immer unten ans Spielfeld. Und dann sehe ich ein, zwei Tage später auf der NBA.com-Seite wird dieses Foto hier gepostet. Ich adde mal meinen Screen. So, kannst du es sehen? Den Fanboy im Hintergrund? Ja, genau, den Fanboy im Hintergrund mit der Cap und dem NBA-Pullover. Wurde ich dabei erwischt, wie ich LeBron James filme oder fotografiere. Und das war eben von einem offiziellen NBA-Fotografen. Und das wird heute noch überall gepostet. Also es wurde erst, wie du hier siehst, vor 5 Wochen bei Bleacher Report Kicks gepostet, weil LeBron hier Kobe-Schuhe anhatte. Und so tauche ich einfach immer wieder auf. Und immer markieren mich Freunde unter diesem Bild, wenn das irgendwo gepostet wird. Deswegen da noch eine ganz besondere Erinnerung an die Serie, und das ist auf jeden Fall einer meiner 3 Kandidaten. So. Ja, gute Wahl. Also kann man nichts sagen. Ja, das ist wirklich ein legendäres Spiel, auch wenn es jetzt noch nicht so lange zurückliegt. Ist das eine 1A-Wahl. Da ziehe ich meine Mütze, kann ich nicht, ich habe Kopfhörer auf. So, machen wir es abwechselnd? Oder ja, ne? Oder bin ich jetzt wieder. Können auch abwechselnd machen, ja. Oder soll ich meine 3 erstmal durchballern? Ach, baller von mir. Wie? Okay. Your call. My call. Mein zweites Spiel, Kobes letztes Spiel gegen Utah. Auch legendär, 60 Punkte, auch ein verrücktes Comeback und einfach, also man hat es ja nur im Fernseher gesehen, aber einfach die Stimmung damals in der Halle, obwohl es ein Spiel war, in dem es um nichts mehr ging. Ja, es war das letzte Spiel der Saison, die Lakers waren nicht im Playoff-Rennen. Die Energie, die da in der Halle war, die Menschen, die da in der Halle waren, das Star-Aufgebot, alle wussten, okay, heute das war's. Kobes Karriere endet heute, und das Spiel, was er dann nochmal hingelegt hat mit diesem märchenhaften Ende, hätte ich alles für gegeben, da in der Halle zu sein. Also das habe ich auf jeden Fall auch in meiner Top 3, obwohl es gar kein bedeutendes Spiel, also es ging um nichts, und trotzdem war das Spiel so besonders, das finde ich sehr bemerkenswert. Und meine Nummer 3, muss ich sagen, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen Recency Bias, sagt man so schön. Weil gestern hat. Was heißt das? Ja, ich bin so. Gestern hatte Dirk Nowitzki Geburtstag. Ah, okay. Ja? Ich bin im Teddy. Ich krieg nichts mit. Happy Birthday, Dirk. Genau. Und deswegen wurden natürlich auch überall Highlights gepostet. Und deswegen ist das so gerade in meinem Kopf. Und deswegen ist dieses Spiel auch wieder in meinem Kopf. Und deswegen hat es, glaube ich, einen Vorteil gehabt hier bei meiner Auswahl. Aber, und da zeige ich jetzt auch kurz ein Highlight: Ich habe mich für Eurobasket 2005 in Serbien, Halbfinale Deutschland-Spanien entschieden. Und ich glaube, wir können jetzt auch kurz mal den entscheidenden Wurf zeigen. Den habe ich nämlich vorbereitet. Achtung. Also Deutschland, Spanien. Noch 22 Sekunden. Deutschland führt mit einem. Let's go. 22 seconds on the game clock. Will they hold for the last shot? Navarro penetrates, drives, scores! Spain have fought back and taken a 1-point lead. 12 seconds remain. Will Germany find Nowitzki? Has he got one more shot in him? He puts it up. Oh, Dirk Nowitzki! 3.9 seconds. Ja, und dann die Auszeit, und dann kommt der entscheidende Wurf. Sekunde. Okay. Geh noch mal in dem Video ein bisschen zurück, bitte, bis zum Wurf von Dirk. Ja. Was kommt jetzt? Sieht man dich irgendwo sitzen, oder was?
Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ich sag dir, wann du anhalten sollst. Okay. Lass laufen und ich sag dir, wann du anhalten sollst. Okay. 12 seconds remain. Will Germany find Nowitzki? Oh, ja. Und wenn man da einen Nagel setzt. Stopp! Stopp! Okay. Ich saß da ungefähr. Wo? Ach so, ich habe meine Maus bewegt. Man sieht deine Maus nicht. Beweg du mal deine Maus nach links, 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 nach links. Ein Stückchen runter, ein Stückchen runter, ein Stückchen runter, ein Stückchen runter. Ja, da ungefähr. Da sitzt aber niemand. Ja, vielleicht ein bisschen weiter, aber da war die Medientribüne. Und da saß ich mit unter anderem auch Andreas Burkhardt, dem Medienchef, der jetzt Medienchef bei Bayern München ist, und André Vogt. Und wir haben den Schuss live gesehen. Und das wäre das Spiel gewesen, was ich garantiert auch ausgewählt hätte. Siebes muss ich aber nicht, weil... Schön für dich, Sven. Schön für dich, wirklich. Ganz toll. Ja, auf jeden Fall, es musste ein Dirk-Spiel mit rein. Und gestern natürlich hat die Fieber hat das gestern sogar auf ihrem Profil gepostet und geschrieben, Most Iconic Shot in Eurobasket History. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ja. So, das waren meine drei. Und jetzt ganz wichtig, Call to Action, ne, haben wir gelernt, Call to Action. Eure drei Spiele, liebe Zuschauer, bei denen ihr gerne live in der Halle gewesen seid, bevor Sven gleich loslegt, in die Kommentare damit, wir sind sehr gespannt. Oh, ganz genau. Wenn man die Community so ein bisschen anfeuert, dann beteiligen die sich, ne, und dann fühlen sie sich verstanden. Interaktion, genau so, Interaktion, genau so macht man das. So, meine drei. Ist nicht NBA, das stimmt nicht. Mein erstes Spiel ist das Finale der deutschen Meisterschaft Ü50 2015 in Stuttgart, wo meine BG Köln deutscher Meister geworden ist, aber ich war zu jung und durfte noch nicht mitspielen. Da wäre ich gerne irgendwie schon gerne 50 gewesen und hätte gerne mitgespielt und wäre gerne Meister geworden. Okay, darf ich kurz einhaken? Also erstmal wundert es mich, dass du 2015 zu jung warst dafür. Und zweitens musst du bedenken, wenn du mitgespielt hättest, wärt ihr wahrscheinlich nicht deutscher Meister geworden. Das heißt, ich meine, findest du witzig oder was? Ja, ich habe auch Gefühle, ja. Ja. Okay. Ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet. Nee, falscher Film. Entschuldigung. Okay. Ich bin wieder da. Ich habe meine Medikamente nicht genommen. Kommen wir zum zweiten. Guter Punkt von dir. Zweite Szene oder zweites Spiel. Ganz einfach, Will Chamberlains 100 Punkte. Der Grund dafür ist ganz einfach, es gibt keine Videoaufnahmen von diesem Spiel. Und da wir gerade so über Marketing gesprochen haben, alles, was die damals sich überlegt haben, danach war, sie machen einen Zettel, den Will so hält und schreiben 100 drauf. Also, man kann sich das Spiel nicht angucken. Also die Spiele, die du genannt hast, die könnte man sich alle noch irgendwie angucken. Das kann man sich nicht angucken. Und deshalb sage ich, boah, da wäre ich gerne dabei gewesen. So aus basketballjournalistischer Sicht. Und das zweite Ding, mein drittes Spiel wäre gewesen, das erste Basketballspiel am 20.01.1892. Da wurde natürlich auch nicht gefilmt. Dr. James Naismith, das erste Spiel. Endstand übrigens 1-0. Darüber gibt es keine Reportage, darüber gibt es gar nichts. Und wenn ich sozusagen so Time Warp-mäßig, zeitmaschinenmäßig dahin mir das angucken könnte, da könnte man, glaube ich, toll drüber berichten. Und niemand anders könnte das. Aber sind diese Dinger irgendwie ganz anders. Sven, wenn ich jetzt gerade nicht schon einen Altersstroke gemacht hätte, dann hätte ich jetzt gesagt, warum bist du nicht einfach hingefahren? Aber den spare ich mir jetzt. Nein. Ganz so ist es. Ich würde gerne kurzes Intermezzo zu Dr. James Naismith. Ich habe nämlich, jetzt muss ich mal kurz hier nochmal freigeben. Jetzt muss ich nochmal meinen Bildschirm wieder freigeben. So, indem ich. Stop Screen? Nee, ist nicht Stop Screen. Wo ist denn? Sven, red du ruhig weiter. Ich will kurz was holen. Ich höre dich aber. Ich will dir gleich noch was zeigen. Ja, das machst du mal. Aber. Wo ist denn diese Taste, wo man hier nochmal... Ich kriege meinen Bildschirm nicht mehr geteilt. Ja? Mute? Stopcam? Du musst mir jetzt wirklich helfen. Bin ich noch dran, dass mein Bildschirm gezeigt wird? Ja, warte. Ja. Ach so, warte. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin, okay. Dann gehe ich mal hierher. Das ist nicht das Foto, was ich zeigen will. Dazu kommen wir später, sondern das hier, ganz genau. Dr. James Naismith, ich habe ja mal ein paar Fotos vorbereitet aus meinem Archiv. Die habe ich nicht selber geschossen, du kleiner Pisser.
von Dr. James Naismith. Und wir schauen mal so drüber. Da ist er, schwupp. Und ich habe irgendwann mit seinem Enkelsohn ein Interview geführt, mit Ian Naismith. Und das war bei irgendeinem All-Star, bei irgendeinem All-Star-Weekend, habe ich, da gibt es auch so eine Game-Zone, die kennst du auch, ne, wo sie die ganzen Spieler aufgebaut sind und so. Und da war hinten so ein ganz kleiner, unscheinbarer Stand irgendwie. Und da habe ich mit jemandem gesprochen und der hatte diese beiden Zettel da. Das hier sind Kopien von den Originalregeln 1, 2, die damals, die er damals von der Sekretärin hat aufschreiben lassen. Ich mache es mal ein bisschen größer. Schwupp. Und von diesen 13 Regeln sind irgendwie, ich glaube, wie viel, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ganz viele noch genauso in Kraft. Zum Beispiel Never with the Fist, dass man den Ball nicht schlagen darf irgendwie. Das hier ist No Shouldering, Holding, Pushing, Tripping, Striking, ja, manche. Und dann hat er, die Regeln sind nicht mehr, und er hat hier dann auch noch eigene Bemerkungen ran gemacht. Und die hat er mir, die waren in seinem Besitz, und davon hat er Kopien verkauft. Und weil das so ein nettes Gespräch war und weil ich, ne, wie du ja weißt, einfach ein liebenswerter Kerl bin, hat er dann mir davon Kopien gegeben. First Draft of Basketball Rules, geschrieben von Dr. James Naismith, hung in the gym that the boys might learn the rules. December 1891, James Naismith. Stark. Ja, ja, es wirklich, die hängen auch bei mir im. Kannst du mich mal wieder rausnehmen? Ich kann dich. Warte, noch nicht. Ich zeige noch ein Foto von Ian. Genau, das ist Ian Naismith. Mittlerweile ist er tot. Jetzt kannst du mich gerne wieder rausnehmen. Und mit dem habe ich dann später ein Interview geführt und da hat er mir auch diese Fotos zur Verfügung gestellt. Und ich dachte, so, schwupp, dass ich diese beiden Dinger, also das ist ja irgendwann, sind die ja. Verkauft worden, versteigert worden, die Original, diese beiden Blätter. Die Familie hat die versteigert. 2010 für etwas über 4 Millionen Dollar. Mehr wurde niemals bezahlt für Sports Memorabilities. Da gibt es eine Doku, ESPN 30 for 30. There's no place like home, über diese Versteigerung. Wie ein Basketballverrückter versucht, das möglich zu machen, dass er die ersteigert. Und ich würde ganz einfach diese beiden Blätter, die sind ja eingescannt, ja. Ich sag mal, ich lade die einfach mal so bei WeTransfer hoch, ja, ganz locker. Und dann packe ich die unten in den Kommentaren nachher in die Links und jeder kann die sich runterladen. Du kannst sie dir runterladen. Wahnsinn. Du könntest dir auch faxen, aber wir probieren das mal mit WeTransfer. Versuche ich nachher mal irgendwie möglich zu machen. Ansonsten machen wir es irgendwie anders möglich und informieren darüber. Die gibt es im Internet auch noch an anderer Stelle und so weiter, aber das machen wir einfach mal. Link in der Beschreibung, ne? Ganz genau. Und nachdem ich jetzt meine drei auch genannt habe, nochmal Call to Action. Leute, wir sind wirklich daran interessiert. Was sind eure drei Spiele? Ich finde unsere sechs Spiele, die wir ausgewählt haben, schon ziemlich cool. Okay, ne? Ja. Lasst mal hören, was ihr so. Genau, ich habe jetzt gerade nämlich hier in meinem Studio ein Foto gemacht. Man sieht ja nur die Seite. Auf der anderen Seite ist noch ein Regal. Und das wollte ich jetzt gerade kurz fotografieren, weil ich es dir anders nicht zeigen kann. Passend zu einem deiner Spiele sieht nämlich so mein Regal aus. Ich weiß, sieht man es? Ja. Ja, cool. Ja, also ist cool. Das ist der Hintergrund des Regals. Genau. Ja, ist okay. Cool, auf jeden Fall. Ja. Haben wir das? Das heißt, wir gehen jetzt. Zeit vergangen, ne? Ist sehr viel Zeit vergangen. Das heißt, wir machen jetzt einmal einen Sprung von Herrn Naismith zurück in die Gegenwart und schauen nochmal aufs Finalturnier. Denn es gab ja auch noch andere Spiele, beziehungsweise es stehen andere Spiele an. Genau. Ulm-Frankfurt war gestern noch. Ich meine, das können wir eigentlich relativ kurz abhandeln. Ulm hat ganz klar gewonnen. Ich fand, gestern im Spiel gab es zwei durchaus nette Szenen. Die könntest du vielleicht nochmal rausballern, wenn du das hinkriegst. Habe ich vorbereitet, natürlich. Wie die Ulmer klicken, dann leg doch mal los. Let's go. Genau. Das ist ein netter Dank.
Crossover! Oh. Ich glaube, kommt sogar noch mal Slow-Mo im Traffic. Was ein Athlet. Also, gehen nochmal in die Slow-Mo. Archie Goodwin. Jetzt nochmal zum Genießen. Super schneller Crossover. Bahn ist frei und dann ist er einfach. Ja. Kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Genau. Und wir haben noch, glaube ich, den ans Brett gelegt, ne? Von den beiden Nachverpflichtungen. Jo, auf jeden Fall. Der hat mich auch echt, der hat mich überrascht. Let's go. Ey, der war auch echt, du hast gesehen, wie er einmal kurz nach hinten guckt, Tommy, ne? Ja, ja. Achtung. Ulmer sind, gefallen mir sehr, sehr gut. Legen deutliche Schippe jetzt hier drauf, sind hier auch wieder aggressiver. Jetzt siehst du, wie er einmal kurz nach hinten guckt. Den spielt er übers Brett. Der war nicht optimal, aber aus Zetkowski. Haut den trotzdem. Ja, krasses Ding, vor allem auch mit einer Hand gefinisht. Gar nicht so einfach. Also schon das ein oder andere Highlight dabei bei diesem Finalturnier. Sehr, sehr schön. Und du hast gestern dann noch die Frankfurter bei der Abreise beobachtet, ne? Ey, mein Gott, ja. Das war für die ein okayes Turnier. Die haben den größten Sprung in der Tabelle gemacht. Das war ja die Mannschaft, die in der Tabelle weiter unten stand. Und jetzt sind so in den letzten acht. Die sind dann gestern Abend so gegen Mitternacht nochmal runter in die Gamezone an den Pokertisch. Und Leon Kratzer hat die Golfanlage noch ein bisschen malträtiert. Tess Robertson hatte eine Flasche mit goldbraunem Inhalt am Start. Ey, Saisonende, es sei ihnen gegönnt. Für die Göttinger wird es, ich sage einfach, es wird genauso sein. Ey, komm schon. Ja, das sind 25 Punkte gegen Berlin. Ja, Entschuldigung, da muss man, da kann man realistisch bleiben und da müssen wir jetzt nicht großartig über Spiel labern. Deshalb könnte man vielleicht einfach nochmal kurz über Aito quatschen. Über Aito kann man immer quatschen. Und da habe ich nämlich auch noch, da hatten wir noch das Foto. Das habe ich jetzt hier nochmal eingeblendet. Kannst du auch meinen Bildschirm freigeben? Ja, habe ich schon gemacht. Ah, gucke mal. Da bist du. Da bist du. Da bin ich. Und du hast sogar zum Ginobili-Trikot eine passende Mütze. Ja, du willst mein Game disrespekten? Nee, ich finde es nice. Ich find's nice. Echt? Das liegt daran, dass da oben in der Mitte meines Kopfes nicht mehr so viele Haare sind, wie da sein sollten, okay? Das ist einfach alles nur versteckte, schlecht getarnte Eitelkeit, okay? Aber viel wichtiger ist Aito, der coolste Mensch auf diesem Planeten. Ja, wenn wir uns das hier nochmal ein bisschen angucken, zumindest beim Basketball, der hat für mich so Greg Popovich-Niveau, ja? Der sieht halt aus, guck mal, der fährt zum Spiel, ja? Er hat mich darauf angesprochen, irgendwie aufs General, Lefty? Und ich so, nee, no Lefty and even not good, ja? Er hat seine Krawatte umgehangen, er hat das Sakko nur so. Im Prinzip sieht er aus wie Thomas Plätzinger, Kumpel meinte, er sieht aus wie Frank Sinatra nach einem Konzert. Ja? Und ich finde, das trifft irgendwie ziemlich gut. So, mache ich Foto nochmal weg. Du nimmst mich. Warte mal ganz kurz. Zoom mal bitte nochmal auf Max DiLeo rein, bitte. Hast du dich mal beim Frühstück vorgedrängelt oder so? Wenn du dir mal den Blick anschaust? Also der guckt dich so an, du Penner, Alter, was machst du schon wieder hier? Ich glaube, dass Aito nicht ihn angesprochen hat, sondern mich angesprochen hat, wenn ich ehrlich bin. Oder so. Aber auf Max lasse ich ja überhaupt gar nichts kommen. Ja? Nee, ich auch nicht. Vor dem Herrn, niemand zeigt mehr Einsatz als er. Ja, also, ja. Und vor allen Dingen kenne ich seinen Vater, ja? Tony DiLeo, der ja in den 80ern, das wirst du wissen, Trainer bei BSC Saturn Köln war und vorher bei Agon Düsseldorf die Damenmannschaft zu hunderten Meisterschaften geführt hat. Noch langweiliger ist folgende Geschichte. So, wir reden weiter über Aito, okay? Bildschirm, okay. Ich bin wieder raus aus dem Bildschirm, ne? Ja, super. Ja. Ich habe das erste Interview hier mit Aito gemacht und er verabschiedet sich und macht Fistbump. Ja, 76 Jahre alt, Fistbump, cool sein kann man nicht lernen. Als meine Jordans hier standen, vorgestern hat er, selbst er hat mal geguckt so und ey, das ist ja wirklich cool und so weiter. Ich will ihn jetzt mal fragen. Er hat ja seinen Instagram-Account und er macht eigentlich keine Basketballfotos, hat er mir gesagt, sondern immer nur Tiere und Landschaften. Stimmt, und das habe ich gesehen. Ja. Ob er vielleicht, nur ich mache das so ganz beiläufig. Hey, if you want to, you shoot my shoes, yeah? We go outside and make a Stillleben, ja? Mal gucken, ich weiß nicht, was Stillleben auf Englisch heißt, muss ich mich nochmal kümmern. Aber wenn man jetzt mal kurz über Aito quatscht, ja, seine Erfolge sprechen ja für sich. Ja? Ich habe sie hier nochmal ganz kurz, 9-mal spanischer Meister, 5-mal spanischer Pokalsieger, 4-mal Trainer des Jahres, Europapokalerfolge, Saporta Cup, 2-mal Kovac Cup, FIBA Europe Cup, ULIP Cup 2008, mit Jan Jagler und Ricky Rubio übrigens. Grüße gehen raus an Jan Jagler.
Olympiasilber 2008, das beste Basketballspiel aller Zeiten. Dann diese goldene spanische Generation, Pau und Marc Gasol, Rudy Fernandes, Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, Calderón, Christoph Porzingis hat bei ihm gelernt. Ja? Die wichtigsten Leute im deutschen Basketball waren vergangenes Jahr Thomas Pech und dieses Jahr Sebastian Csonka, weil das sind die Co-Trainer von Alba Berlin. Die müssen einfach mal alles mitschreiben, was Aito macht, wie der das macht und so weiter. Da müssen wir die Chinesen des Basketballs werden. Ja? Wir müssen das dann nachbauen, sozusagen. Ja? Einfach alles abgreifen, weil wir haben ja momentan wirklich eine wirklich ganz großartige Nationalmannschaftsgeneration. Und danach kommen die beiden Generationen, die 2018 und 2016 das AST gewonnen haben und auch Medaillen bei EMs gewonnen haben. Wenn wir jetzt noch lernen könnten, nicht nur Deutsch auf Anweisung zu spielen, sondern wirklich so frei, wie Aitos Mannschaften das machen und wie die Spanier das in den ganzen Jahren, wo sie jetzt so viele Erfolge hatten, gemacht haben, dann das könnte einfach so richtig großartig werden, finde ich. Ja, durchaus. Und deshalb rede ich mit Csonka, dass er alles mitschreiben. Mal gucken. Aber ich sage, Klingt nach einem Plan. Klingt halt auch, denkst du, dass man das einfach so adaptieren kann? Thomas Pech ist dieses Jahr, hat das in Bonn probiert. Das lief so, some say so. Aber er ist auch noch jünger. Ich glaube einfach, Ist ein Prozess. Naja, ein Typ und das ist aber auch ein Prozess. Ne? Ich glaube, das kannst du nicht von heute auf morgen dann lernen, selbst wenn du es dann ein, zwei Jahre begleitet hast. Aber natürlich hilft es, das dabei gewesen zu sein. Also davon gehe ich aus. Ja. So, was haben wir noch? Wir haben drei Siege besprochen. Genau, und geht gleich in die zweite Runde, ne? Oldenburg, genau, Bamberg. Ich gucke gerade auf die Uhr. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es dir gesagt habe, ich kann ja in die Halle. Also ich kann die Spiele in der Halle. Ja, ich kann die Spiele in der Halle gucken, ja. Und dann müsste ich wahrscheinlich jetzt irgendwann auch los. Und das ist eine knappe Serie, würde ich sagen, dann reden wir jetzt gar nicht mehr viel drüber, sondern holen das dann vielleicht in der nächsten Sendung nach. Finde ich gut. Weil ich ja jetzt dann halt auch in die Halle muss. Du musst jetzt in die Halle das Spiel schauen. Ja. Wie auch 2005 bei der Eurobasket, da warst du, glaube ich, auch in der Halle, ne? Da war ich, da war ich in der Halle. Ja, das stimmt, auch, ja, genau, ich erinnere mich. Ja. Also, dann beendest du jetzt einfach die Show, wir sehen uns in zwei Tagen wieder und ich gehe jetzt mal in die Halle, ne? So, mach's gut, tschö. Geh mal in die Halle. So, Freunde, ihr seht, Sven geht jetzt in die Halle. Er darf nämlich jedes Spiel live in der Halle miterleben. Und ich mache das Ganze hier aus meinem Studio. Den Fernseher könnt ihr jetzt nicht sehen, beziehungsweise doch könnt ihr vielleicht sogar sehen. Hier werde ich das Spiel gleich verfolgen. Oldenburg-Bamberg, da ist auf jeden Fall noch alles drin. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wir werden das natürlich auch besprechen, sowie alles Weitere, was bis dahin im Hotel und in der Halle passiert. In der nächsten Folge All-Net-Spezial. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, liked das Video und kommentiert gerne mit euren drei Favorite Games, bei denen ihr gerne live in der Halle gewesen wärt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Hat großen Spaß gemacht. Macht's gut.